Ich habe keine Ahnung, was ich auf Jinx bauen soll. Wir werden einfach weiterhin hier. Ich glaube, Stormraiser einfach. Stormraiser-Dings, einfach Full Crit, ne? 4 Crit-Items, machst du nie was falsch mit. Und dann noch ein Mortal Reminder oder so. Wir müssen so oder so skalieren. Auch wenn die Gegner ein bisschen besser scalen mit Tristana, weil Tristana absolut broken ist aktuell. Ja, das wird schon. Danger. Nein, ich kann mir ganz gut pushen, weil Tristana sowieso mit Lane pusht. Ja, Tristana ist ein Champ, der pusht immer die Lane, so will oder nicht. Wegen ihrer Passive, gell? RFC brauche ich eigentlich auch. Eigentlich brauche ich eine RFC, ne? Kann ich überhaupt Stormraiser bauen? Ich kann gar keinen Stormraiser bauen, weil ich dann keine RFC habe. Fällt mir gerade so auf. Haben die gerade Heilung benutzt? Why? Warum haben die gerade geheilt? Warum haben die gerade Heilung benutzt? Von wem kam die? Von Lulu. Leider gerade ein Schild, eine Rocket reingeworfen. Ist in Mitte. Na gut. Für sowas brauchen wir eine Sona Ultimate, ne? Dann kriegen wir das. Haben wir aber bald. Der Roam hat uns sehr viel Gold gekostet, tatsächlich. Der tat ein bisschen weh. Okay, unser Jax wird ein bisschen vermöbelt. Wir müssen noch eine pushen, ne? Weil wir haben keinen Kenne-Minion dran. Auch wenn ich alleine bin, eigentlich müssen wir noch eine pushen hier. Dann wohl nicht. Okay, wir können Stormraiser nicht kaufen, weil wir brauchen RFC. Dann werde ich mir direkt Infinity Edge holen, denke ich. Ich weiß nicht, ob das ein spannendes Game wird, ehrlich gesagt. Ich habe halt seit... Ich glaube, ich habe... Insgesamt habe ich so 10 Jinx-Games. Aua. Wir brauchen halt 3 Items. Mindestens 3. Help! Wenn er den Fisch... Ne, der hat keinen Fisch. Oh, wie knapp. Wie knapp. Leider kein Reset hinbekommen mehr.
Gut, wir haben Lux Botlane. Ja, wir können hier nichts machen. Unser Midlaner ist Toplane. Können wir noch auf dem Herald hoffen. Ich wollte eigentlich recallen. Und jetzt habe ich hier Lux. Und eine Tristana. Der Turm ist weg, da kann ich nichts machen. Der ist leider weg. So, dann haben wir Infinity Edge und Schuhe. Das sieht nicht gut aus. Ich muss einfach chillen und farmen, ne? Mal einfach chillen und farmen. Das Ding ist, die Tristana ist halt aktuell die bessere Jinx, ne? Also auch wenn wir Late Game kommen, werden sie trotzdem die besseren Carry haben, die Gegner. Soweit vortraue ich mich nicht. Mann, dann bist du dead. So. Herald haben wir immer noch, ne? Ne, Herald haben wir. Ne, Herald haben wir nicht mehr. Gut, dann geht's jetzt für mich in die Mitte. Sehr gut. Die Sona farmt unten, aber das ist okay. Ich kann halt schwierig farmen, ne? Alle dead oben. All of them are dead. Ich hab gecallt. Der Tower sollte auch weg sein. Ich nehme mal Basen. Sehr gut, Shutter und Gold nehmen wir immer mit. Das hat mir sehr viel Gold beschafft. Nice, nice, nice. Sehr, sehr gut. Mich beide Rurans. Hallo, Deus. Ja, Tristana ist so Pick Bun, ne? Also wenn du die Chance hast, würde ich immer Tristana picken oder bannen. Fünf Sekunden wohl gemäht. Na, ah, Lulu war weg. RIP. Schade, hätte ich da noch einen Autotech mehr bekommen. Ich hätte auf jeden Fall einen Kill gehabt. Nein, unser Jungler ist dead. Unlucky. Aber Jax hat oben einen Turm bekommen, was sehr, sehr gut ist. Ja, so eine Jinx Late Game kann auf jeden Fall was werden, ja. Stimmt dazu. Den Red Buff geklaut, ja, ne? Da kommt halt gleich noch eine Wave, aber. Da
Was mache ich dagegen? Vor allem nicht, wenn ich keine Summoners habe, ne? Ich kann leider nicht alleine irgendwo bleiben, ich bin dann dead. Ich kann leider nirgendwo alleine bleiben. Blutduster will ich auf jeden Fall spielen hier. So, das ist mir zu viel Backseat hier. Das ist mir zu viel Backseat Gaming. Dann gehen wir jetzt Blutduster. Für die dicken Crits. Goldmäßig haben wir relativ gut wieder aufgeholt, ne? Die Sona hat auch schon ihr erstes Item, das ist sehr, sehr gut. Das werde ich ihr nicht wegnehmen, ja, den Buff, ja. Ich werde nur mal raufhauen, weil ich nicht weiß, wo ich sonst irgendwas farmen soll. Oh, ich finde leider keinen Farm-Angle hier. Top ist tot, die beiden. Die sollten da nicht raus, weil die kriegen Support. Ich hab auf Sona Ultimate gehofft. Darum habe ich alles raufgeworfen. Ich dachte, wir kriegen Sona Ultimate auf die Lux und dann... Können wir die knallen. Aber dann haben wir so eine Ultimate auf jeden Fall für den Tower Dive hier. Ach, gut ist. Was auf jeden Fall auch hilft. Nein, die so eine Ultimate war es nicht. Ja gut, dann farm ich Toplane aus. Dann habe ich nochmal Crit. Dann habe ich nochmal Crit und ich habe nochmal einen Longsword. Nochmal ein bisschen Damage. Leider ist unsere Evelyn wieder dead. Viele Tode im Team, ne? Nö. Ich spiele Solo Queue. Ich bin ja auch Autofill, ne? Ich bin ja nicht hier... Ich bin ja nicht hier, dass ich immer ADC spiele. So, ich würde gar nicht gerne Botlane auspushen, ne? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Botlane pushe, ist hier... Uldin! Uldin! So, na Uldi. Die reinspringen, kann man die töten. Okay, Herald ist Botlane placed. Ne, wie gesagt, ich spiele alleine. Du kannst gerne irgendwie auf dem Discord schauen, ob du Teammitglieder findest, aber ich werde nicht mit dir Duke oder so spielen, ne? Es könnte sein, dass die Gegner... Hier Wards haben sie. Ich brauche noch 300 Gold. Discord, ja, das ist sowas wie Teamspeak, bloß mit Chat. Na gut. Wir haben auf jeden Fall das GA raus. Wir legen gerade Botlane, ne? Nice, die Snare hat perfekt gepasst.
Okay, wir haben sehr gut Gold gekriegt. Wir haben sehr gut Gold gerade gekriegt. Wir kriegen langsam Gold zusammen hier. Sehr, sehr nice. Wir verlieren jetzt noch ein bisschen Tower. Ah, das war wichtig. Das war wichtig. Die hatten RFC schon, ne? Ja. Das Game ist hart, ja. Wir haben ein bisschen viele Tode im Team. Wir haben 7 Tode Toplane, 7 Tode Mitte, 6 Tode Jungle. Und sehr viele Tode. Ja, Jinx knallt jetzt, aber die gute Tristana knallt auch, ne? Bei ihrem Team knallt der Rest auch noch. Fighten die schon? Ich würde gerne Red Buff vorher haben, oder? Ich kam leider nicht rein in das Pit. Ein bisschen early engaged, da. Also ich hatte keinen guten Winkel, ne? Okay, das ist der Baron für die Gegner. Den mal kurz snacken. Wir dürfen halt nicht nach vorne gehen, ne? Never mind. So, Baron hat er Gegner. Oh. Das würde ich nicht tun, glaube ich, wenn ich Evelynn wäre, aber wir haben Kill, sehr gut. Ein Nashor-Buff ist schon mal weg. Jetzt muss die nur noch irgendwie rauskommen. Geht die rein, die Tristana? Nee. Das war schon seit Minute 5 gefühlt. Gut ist, da ich den Blue-Buff bekommen habe. Das heißt, ich kann jetzt Rocket Dauerspam. Das ist halt das Gute. Der Blue Buff hilft gerade schon. Tja. Ich kann hier leider nichts machen. Das Game ist uncarryable. Ich sag's euch. Ja, ich versuche das Spiel zumindest am Laufen zu halten, aber schwierige Nummer, sag ich euch. Oh, Big. Big, Big, Big. Den haben wir, oder? Fisch rauf, Fisch rauf. Nein, der Fisch. Nice, 1100 Gold statt da nochmal. So, ich bin Fullbild. Und jetzt müssen wir einmal einen dicken Fight haben. 5 gegen 5. Nein. Ihr müsst da raus. Ich bin Fullbild. Und jetzt brauchen wir einen dicken Fight. Zum Beispiel Elder Drake oder so müssen wir holen.
Wir brauchen Elder Drake. Nein. Wäre der Fister nicht gestorben, hätten wir noch gewinnen können. Jetzt verlieren wir leider den dritten Base-Turm. GG. Das war... Ich konnte es nicht carryen. Das war unmöglich, die Runde. Das war so ein Game, das konntest du nicht carryen. Never ever. Das war nicht in meiner Macht. Alles versucht, aber... Am Ende natürlich den Cage gegessen. Ne? Aber manche Games sind einfach... Vielen Dank, Nihi. Danke, danke. Bis dann. Manche Games kannst du leider einfach nicht carryen, egal was du tust. Ne? In manchen Games hast du einfach 10 Tode auf jedem Spieler. Uff, 40% Damage. GG's.